Hallo, da bin ich wieder. Heute gibt es bei mir Wirsing-Rouladen mit einer Hackfleisch-Bulgur-Füllung auf die Art und Weise, wie ich es immer so mache. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ich habe hier einen kleineren Wirsing. Ich habe die Blätter drumherum alle abgemacht. Die werde ich gleich kochen. Und der innere Kern hier, der wird gleich noch ganz klein geschnitten, der kommt mit in die Hackmasse. Dann habe ich hier 5 Peperoni, die sind mild, eine rote Spitzpaprika, 2 Zehen Knoblauch, 3 Zwiebeln, 2 davon sind ziemlich klein. Dann habe ich 500 Gramm Hackfleisch, 2 Tomaten, 1 Esslöffel Tomatenmark und 1 Esslöffel Paprikamark. Und hier sind die Gewürze, die ich verwende, 1,5 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pulver, also Chiliflocken, 1 Teelöffel Thymian, 1 Teelöffel schwarzen Pfeffer, 1 Teelöffel rotes Paprikapulver, 1 halber Teelöffel Piment und 1 Viertel Teelöffel, würde ich sagen, ist das nicht mehr, Kümmel. Dann habe ich hier 3 Esslöffel groben Bulgur und ein Glas, das sind 250 Milliliter Knochenbrühe. Ihr könnt natürlich die Brühe nehmen, die ihr bevorzugt. Und das war es auch schon an Zutaten und jetzt können wir auch schon gleich loslegen. So, die Wirsingblätter, die koche ich jetzt ein bisschen, damit sie ein bisschen weicher werden und man sie besser rollen kann. So, die Kohlblätter sind jetzt fertig gekocht, die habe ich nochmal kalt abgeschreckt und die tropfen jetzt gerade im Sieb ab. Und währenddessen schnippel ich schon mal das Gemüse. Ich fange an, indem ich die Zwiebeln schneide, ganz normal in Würfel, die werden eh gleich angebraten. Nebenbei bemerkt, die Peperoni sind mild, das sind keine scharfen Peperoni. Die rote Spitzpaprika, die schneide ich in sehr kleine Würfel, genauso wie die Zwiebel. Das Innere von dem Wirsing wird auch verwendet, das kommt mit in die Hackmasse und das wird jetzt auch ganz fein, ganz klein geschnitten. So, ich habe jetzt alles Nötige klein geschnitten, so klein wie es geht, in Würfeln. Das wird jetzt angebraten. Von dem Kohl ist ganz schön viel rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze benutzen werde. Ich habe hier ja schon ein bisschen. Und wenn was übrig bleibt, kommt es in die Tiefkühltruhe oder ins nächste Omelett oder in die nächste Gemüsesuppe. Das wird auf jeden Fall nicht weggeworfen. Ich habe eben ganz vergessen zu erwähnen, welches Fett ich verwende. Jetzt, um die Zwiebeln und so weiter anzubraten, verwende ich Olivenöl und später kommt noch ein bisschen Butterschmalz in das Essen rein, aber erst später. Jetzt brate ich erstmal alles an. Ich nehme jetzt mal 3 Esslöffel, ich denke mal, das reicht. Gegebenenfalls kann ich ja noch was dazu tun. Ein ganz bisschen füge ich noch dazu. Das reicht. Den Rest werde ich einfrieren. Das jetzt alles unter ständigem Rühren schön andünsten, dass es so ein bisschen Farbe bekommt. So, das hier hat jetzt schon langsam Farbe angenommen. Jetzt tue ich den Knoblauch dazu. Und die Gewürze. Ich rühre so ein paar Mal um, damit ihre Gewürze ein bisschen Hitze abbekommen. Und dann kommen auch schon gleich die Tomaten dazu. Okay.
Jetzt tue ich noch den Rührgrünschnitter rein und schalte den Herd dann auch schon ab. So, während das abkühlt, bereite ich die Blätter schon mal so ein bisschen vor. Die hatte ich ja ein bisschen vorgekocht. Und hier diesen harten Teil, den werde ich jetzt mit dem Messer ein bisschen abschneiden, damit man das besser rollen kann. So, jetzt ist es biegsamer. Das mache ich jetzt bei allen Wirsingen weg. So, das ist jetzt schön abgekühlt. Da kommt jetzt das Hack rein. Ich verwende Rinderhack. Und die Petersilie, die ich vorhin klein geschnitten hatte. Das wird jetzt alles gut verknetet. So, die Hackmasse ist jetzt auch fertig. Ich habe 15 Wirsingblätter, deswegen teile ich mir das jetzt durch 3 und dann nochmal durch 5, damit ich so ein bisschen Überblick habe. So, jetzt nehme ich meine Wirsingblätter. Ich nehme die schöne Seite immer nach außen, also darauf achten. Hier hatte ich es ja schon abgeschnitten. So, den Wirsing habe ich jetzt zu Ende gerollt, es ist fertig, jetzt kommt der nächste Schritt. So, okay, ich komme ein bisschen an, den hält jetzt auch auf klein. Und jetzt kommen die Wirsingrouladen darauf. Immer mit der Abschlussseite nach unten. Darüber gieße ich jetzt die Fleischbrühe und nochmal dieselbe Menge Wasser. Ja, ich gieße sogar nochmal ein halbes Glas mehr. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch auch immer unten in die Infobox ja immer nochmal hin. Darauf tue ich jetzt einen Teller, damit mir die Rouladen nicht aufgehen. Und dann kommt der Deckel rauf. Wenn es jetzt einmal richtig schön kocht, dann schalte ich den Herd auf mittlere Stufe und dann kocht es genau 30 Minuten. So, die Wirsingrouladen haben jetzt 30 Minuten gekocht und dann habe ich den Herd ausgeschaltet und sie nochmal 20 Minuten einfach so stehen gelassen. Und jetzt schauen wir mal, wie die aussehen. So mache ich immer die Wirsingrouladen. Das geht immer ruckzuck und schmeckt wirklich lecker. Ihr könnt es ja auch mal ausprobieren. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.